Weiter geht's im Puppenhaus heute, Heft Nummer 52 bis 55. Zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt in ein weiteres Puppenhaus-Video. Ja, wir bauen weiter. Ihr schaut mir weiter über die Schulter zu, wie ich es weiterbaue. Und ja, freue mich, dass ihr auf jeden Fall immer noch wissen wollt, wie es damit sich auf sich hat und was wir so machen. Und ja, es geht los mit der ersten Treppe in dieser Ausgabe. Und so ein paar Kleinigkeiten sind auch dabei. Und ich würde sagen, ich drehe euch jetzt einmal rum und nicht lang schnacken. Und ich führe euch einmal durch die vier Hefte und wir fangen an zu bauen. Wir starten mit Heft Nummer 52. Hier sind die Extras dabei. Ich habe das extra nummeriert, damit ich das später noch wiederfinde, was ist. Das finde ich nämlich ein bisschen schade, dass das auf den, ja, bei uns hier auf der deutschen Verpackung nicht draufsteht, zu welchem Heft was gehört. In Japan ist es irgendwo mit draufgedruckt gewesen. Aber gut, wir versuchen einfach unser Bestes. Es geht los mit der Eingangshalle mit der Eiskönigin. Ich bin gespannt. Wir bauen die erste Treppe. Ja, ich habe mir dafür auch noch ein bisschen was extra geholt. Das werdet ihr aber dann sehen, wenn wir basteln. Hier ist ein Bambi-Plakat drin. Und dann haben wir hier noch eine Geschichte über 1001 schlaflose Nacht. Es brauchte viel Zeit, bis das Filmprojekt rund um die Figur Aladdin zu einem erfolgreichen Abschluss kam. Von 1988 bis 1991 entstanden zahlreiche Versionen des Drehbuchs, bevor die Produktion endlich starten konnte. Ah ja, also das finde ich sehr, sehr interessant hier. Einmal so ein bisschen Backstory, hier auch nochmal über Aladdins Mutter und ja, Inspirationen und ja, finde ich immer sehr, sehr spannend. Hier auch nochmal so ein bisschen über Genie und über die beiden Regisseure und Produzenten. Ja, hier auch noch die Animateure. Also es ist schon wirklich interessant, da mal hinter die Kulissen zu gucken. Dann haben wir einmal hier die Geschichte über Mowgli und seine Figur. Die Szene bei der Schlange liebe ich, ja, ne? Vertraue mir. Nein. Dann Bianca. Wer es nicht weiß, weiß, dass wir unser Auto nach Bianca benannt haben, ja. Das war ganz deutlich nach dieser Figur. Ja, und dann haben wir in der nächsten Ausgabe wieder Treppe und Kleinigkeiten aus dem Donutzimmer. Und wir schauen jetzt mal ganz kurz hier rein. Da ist, wie gesagt, die ersten Treppenelementen dabei. Da bin ich mal sehr gespannt. Der eine hier ist ein bisschen schief. Den muss ich gucken, dass ich den so klebe, dass der wieder gerade ist. Vielleicht sogar einmal abmache und wieder neu anbringe. Wir werden sehen. Hier haben wir dann noch Kleinigkeiten dabei. Schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Entschuldigt bitte, wenn das Licht gerade jetzt hier wechselt. Heute ist ein richtiges Aprilwetter, obwohl wir Oktober haben. Aber die ganze Zeit regnet das oder weiß ich nicht. Sonne scheint, Regen, Sonne, Regen, Sonne. Genau. Hier sind so Borde drin für die Küche. Und ich glaube, da kann man auch selber entscheiden, wo man die anbringt. Oder ja, bin mal gespannt. Mal gucken, wie wir die und an welche Stelle wir sie anbringen. Dann gibt es hier natürlich auch wieder kleines Geschirr, kleine Marmeladengläser. Die sind super süß. Also die finde ich ja echt super niedlich. Mit kleiner Marmelade da drin. Sehr cool. Kann man aber nicht öffnen, aber innen drin soll es so aussehen, als hätten die Marmelade da drin. Sehr, sehr niedlich. Zwei von denen. Dann haben wir noch kleine Tassen. Und zwar Diddledum und Diddledai. Einmal Diddledum und Diddledai, süß hier mit den kleinen, ja, Teacup-Teller. Also die, das Geschirr aus dem Zimmer ist schon süß. Hier ist noch die kleine Kappe. Das ist der Deckel. Oh, ist das cute, oder? Ist das niedlich, ey, das ist so cute. Diese kleine Schirmmütze und die kommt dann hier drauf. Oh, ist das cute, ey. Süß, oder? Oh, ist das niedlich. Ja, gibt so schönes Geschirr, der Alice im Wunderland-Ecke. Ja, da haben wir zwei von. Keine Ahnung, wo jetzt hier die Mütze reingehört. Gehört die so rein? Ich weiß es nicht. Oder kommt eine Sache kommt wahrscheinlich hier unten rein, damit das alles hier reingeht. Ich werde es wieder reinmachen, weil dann verliere ich das nicht. Und wenn ich das nachher zum Dekorieren brauche, kann ich dann immer noch das benutzen. Ja, ich muss auch mal gucken, wie ich das dann mache mit dem
ankleben. Aber so bleibt das erstmal, weil die kleinen Packungen finde ich gut so zum Aufbewahren. Ich könnte die jetzt auch in meine Box füllen oder so, aber ja, ich gucke mal auf jeden Fall. Das weiter geht's mit Heft 53. Da habe ich auch wieder hier so eine Box dabei. Und wir werden die weitere Treppe machen. Ja, hier werden wir die Treppe dann nachher fertigstellen. Dann haben wir einmal eine Geschichte über Daisy Duck, über die Figur. Gibt es schon seit 1937. Beste Freundin ist Minnie Maus, ihre Freundin sind noch Clarabella und Henriette. Und sie liebt sich hübsch zu machen, Einkaufsbummel, tanzen, spazieren gehen. Ja, das ist so ein bisschen das. Und sie ist die Freundin von Donald Duck, obwohl sie eigentlich die Cousine ist, ja, sind sie befreundet. Die Familiengeschichte der Ducks ist wirklich ein bisschen sehr weird und witzig, aber es funktioniert. Ja, und den liebe ich zum Beispiel auch sehr, ne, wo die tanzen gehen und so. Ja, hier sind noch verschiedene Varianten von Daisy. Und ja, also Daisy und Donald sind wirklich so meine Lieblingscharaktere. Der Glöckner von Notre Dame, talentierte Musiker, die Walt Disney Animation Studios setzten für die Filmmusik bei diesem Werk erneut auf das Duo von Stephen Schwartz und Alan Menken, das gerade die musikalische Arbeit an Pocahontas abgeschlossen hatte. Ihre Partitur bedient sich eines breiten Spektrums an Musiktiteln. Das stimmt. Ich liebe die Musik vom Glöckner von Notre Dame auch wahnsinnig. Die ist mit einer meiner Lieblings-Soundtracks. Jegliche Songs sind einfach so musical-würdig. Ich liebe auch den Villain-Song, also wirklich. Im Original leiht Demi Moore in den Dialogen des Films Esmeralda ihre Stimme, doch die Lieder wurden von Heidi Mollenhauer anvertraut. Auf dem Platz von Notre Dame, hier haben wir dann nochmal ein bisschen über die Charaktere. Kleiner Einblick. Ich habe übrigens, kleiner Fun-Fact, habe die Ziege Jali immer noch als Plüschtier. Die fand ich damals so schön und dann habe ich die als Plüschtier bekommen. Dann nochmal über die Figur Alice. Ja, da fiel mir der Name der Katze nicht mehr ein. Dina. Ich wollte immer Dana sagen, aber nee, Dina, die Katze. Ja, hier nochmal mit dem Teacup, meine Lieblingsszene. Ja, das war Heft 53. Ich gucke jetzt nochmal rein, was wir hier drin haben. Hier haben wir den zweiten Part der Treppe. Und wir haben hier wieder ein paar Mini-Sachen aus dem Donald-Zimmer. Heute ist auch besonders stürmisch in Hamburg. So, da haben wir einmal das Kissen hier, so ein Strandkissen und einmal ein Kissen im Daisy-Look. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ich würde auch gerne Daisy-Schleife machen, aber mir fehlen leider hellrosane Bänder derzeit. Ist nicht lieferbar. Der ist ein bisschen härter hier, aber er ist schon ein bisschen pouchy. Ja, sehr, sehr schön. Und dann gibt es noch die kleinen Donald-Latschen. Sehr, sehr niedlich. Die kleinen Sommer-Adiletten, würde ich jetzt so sagen. Und es ist die Frage, ob Donald da die anziehen könnte. Wir haben ja Donald ein paar Hefte zuvor gehabt. Ich werde jetzt mal gucken, ob er seine Schuhe anziehen kann. Ja, leider. Na, nicht passen nicht wirklich. Schade. Sind ein bisschen zu klein. Theoretisch sind sie fast so groß wie seine Füße. Also, ja. Anziehen kann er sie leider nicht. Vielleicht könnte Daisy, aber die hat ja Schuhe an. Die hat ja ihre Hackeschuhe am an. Naja, aber als Deko sind die schon ganz süß. So, das Geländer kommt jetzt hier rein. Probieren wir mal, ob das passt. Ob ich alles richtig gemacht habe mit dem Rahmen. Und da will er schon wieder nicht richtig rein. Ich muss auch gucken, dass ich nicht zu doll drücke, damit mir das kaputt bricht. Aber, naja, so. So lässt sich das doch aussehen, oder? Ja, so, jetzt kommt der Kleber drauf. Fertig. Das Haus hat seine Ecken und Macken und Kanten. Aber ganz ehrlich, das macht es ja gerade so charmy. Und ja, so ist es halt, ne? So, fragt mich nicht warum, aber ich fange irgendwie immer abends an zu arbeiten, wenn das Licht schon weggeht und ich meine Lampe anmachen muss. Aber ich habe heute 3 Stunden lang das Haus geputzt. Und jetzt gönne ich mir eine Runde basteln. So, und wir packen die ersten Sachen für die Treppe aus. Ich guck mal, wir haben hier das Geländer, das Verbogene. Dann haben wir hier diese ganzen Aufsätze und diese Seitenteile. Die sind natürlich wieder mega weiß, im Gegensatz zu der Treppe. Aber die Treppe werde ich diesmal ein bisschen verschönern. Und zwar finde ich sie nämlich ein bisschen hässlich, wie sie daherkommt. Die brauchen wir später. Das sind die Leisten für die Decke, also die Stuckleisten. Bei der Treppe kommt ja später noch das dahin.
So, und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt wie Nappy das macht in ihren Videos. Ich habe mir hier richtig schönes Elsa passendes Frozen Masking Tape gekauft. Es gibt auch noch welches in rosa Glitzer, das werde ich mir als nächstes holen. Ich habe zwar eine Menge Masking Tape, aber nicht so einfarbige Sachen. Ich habe ja mehr so Muster und sowas. Und ich bin mal gespannt, das ist jetzt von Paper Priority. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Ich habe das leider nicht aufgenommen. Sie hatten leider kein wirklich richtiges japanisches. Ich hätte ja gern das Richtige gehabt. Wird sich wahrscheinlich über die Jahre auch lösen, aber es wird sich wahrscheinlich so einiges lösen aus dem Haus. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache das wie Nappy und verschönere mir die Treppe ein bisschen, indem ich das wie so Teppichboden aufklebe. Das ist eigentlich mein Mülltopf. Da. Ich habe nicht immer so eine Mülltüte hier, so Mülltöpfchen. So, und ich habe mir nämlich gedacht, ich mache das wie Nappy, dass ich das nämlich verschönere. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo meine Schere wieder hingekommen ist. Die muss ich mir gleich noch suchen. Probieren das mal. Es sieht so schön aus. Wow. Und ich möchte das nämlich so machen. Mal gucken. Also die Löcher kommen auf die linke Seite. Das heißt, ich muss das so ankleben, dass das hier am Rand klebt. Oh, sieht das toll aus. Das ist so ein richtiger Holo. Wow, ich lieb's. Es ist nur nicht so leicht, das drauf zu kleben. Ich meine, das kann man ja immer wieder abziehen, zum Glück. Das finde ich nämlich richtig cool, die Idee, einfach die Treppen ein bisschen schöner zu machen. So, und hier steht dann noch ein bisschen was über auf der Seite. So, ich zeige euch das gleich mal. Ich brauche mal einmal kurz eine Schere. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher dran geholt. So, und dann ist der Plan. Schneide ich dann hier ab. Ja, ist nicht ganz am Rand, aber ich glaube, das macht nichts, weil das sieht man nachher nicht. Den rumklappen hier. Oh, sorry, seht ihr gar nicht. Der wird hier rumgeklappt. Und der wird hier leicht eingeschnitten. Wisst ihr, wie so ein Schulheft. Ne, dass man dann hier so einschneidet. Ja, ein bisschen mehr abschneiden. Ach, das ist schön. Das ist so schön. So. Und dann kommt das hier. Ach, das macht gar nicht scharf. Meine Kamera hat so viel Probleme mit dem Scharfschalten. So. Untenrum ist ja nicht so schlimm, weil das wird ja eh aufgeklebt. Und dann wird das hier. Das ist ja auch die erste. Wenn das nicht schön aussieht, kann ich immer noch mal abmachen und neu machen. So, und wenn das dann natürlich. Na? Vielleicht muss ich auch hier noch mal was ändern. Hier gefällt es mir nicht ganz so gut. Da muss ich vielleicht auch noch mal. Das ist jetzt ein bisschen Kuddelmuddel hier. Oh, es klebt aber gut. Das ist ein richtig gutes Masking Tape. Ich hätte ja jetzt Angst gehabt, dass das halt nicht gut klebt. Das kann ich auch so ein bisschen wegschneiden. Nicht zu viel natürlich, weil dann sieht man das vorne wieder. Das ist ja die vordere Kante. Sieht man wahrscheinlich. So. Und so ist es jetzt. Ob das jetzt so bleibt, weiß ich noch nicht. Jetzt habe ich jetzt ein Stück weggeschnitten. Das sieht man jetzt leider ein bisschen. Aber es ist ja auch so winzig klein. Es ist nachher auf der Treppe drauf. Ne? Es kommt hier nachher da so drauf. Oh, dann sieht das nicht schön aus dann. So sieht richtig toll aus. Ich bin begeistert von der Idee. Danke, Nappy, für die richtig tolle Idee. Wenn ihr Nappy noch nicht kennt, schaut unbedingt mal vorbei. Die packt nämlich ganz viel Japan-Stuff aus. Und die hat das Puppenhaus schon gebaut. Weil in Japan ist es ja vor 2 Jahren schon rausgekommen. Und die hat echt gute Tipps und Tricks und so. Und macht auch viel selbst für das Haus, was ich sehr schön finde. Man jetzt so langsam anfängt, ein bisschen kreativ zu werden. Da kommt nachher hier das Geländer rein. Und ja, das finde ich nämlich sehr, sehr schön, die Idee. So, und das mache ich jetzt mit allen Treppenstufen, dass ich mir das jetzt verschönere. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Thank you.
So, ich habe jetzt alle Treppenstufen beklebt mit dem richtig schönen Washi-Tape. Gefällt mir richtig gut. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht beklebt habe, ist diese große Fläche. Da weiß ich halt nicht, ob ich mir die auch bekleben soll oder halt nicht. Also worauf ich jetzt achten muss, ist, dass hier eine der Stufen, Nummer, könnt ihr das sehen? Nein, natürlich nicht, weil er schon wieder nicht fokussiert. Also einmal habe ich A, der kommt ganz nach oben und dann alles andere ist B. Also A kommt hier auf A, ne? Das muss man natürlich beachten. So, ich stecke das jetzt mal auf und probiere das einfach mal aus, wie das so aussehen könnte. Das ist schön, ne? Oh, I love it. So, und dann kommen die anderen sozusagen da drauf. So, die werden natürlich gleich noch festgeklebt, aber erstmal will ich sie mal vorstecken, um zu sehen, wie das ausschaut. Dann kommt ja danach das Geländer rein. Oh, das macht die Treppe gleich schöner. Guck mal, wie schön das aussieht. Ich bin begeistert. Tolle Idee. So, und jetzt kommt ja hier gleich noch die große Fläche. Die muss ja auch mit dem Loch dahin. Dann überlege ich natürlich, wie das aussieht, wenn ich jetzt, könnte es natürlich wieder abmachen, aber wenn ich jetzt die theoretisch noch beklebe, muss ich dann so bekleben, dass man nicht so die Dings sieht, die Spuren hier. Aber ich glaube, das mache ich, weil das dann auch nochmal schön. Oh. Nochmal schöner wirkt. Oder? Was meint ihr? Ich glaube, das sieht schon schön aus, wenn das so nach unten geht. Ja. Goodie. Das heißt, kleben, 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 kleben. So sieht die Treppe jetzt aus. Ich habe sie jetzt noch ein bisschen verschönert. Ich finde, das sieht richtig toll aus. Es ist so schön geworden. Ich glaube, im Tageslicht sieht das nachher noch besser aus. Es macht die Treppe so hochwertig, gleich viel schöner als so, oder? Also mal ganz ehrlich, es ist doch viel, viel schöner. Ich habe jetzt auch hier, ja, man sieht die Streifen, aber ich finde es nicht schlimm. Mich stört das überhaupt nicht. Ich glaube, es hätte mich mehr gestört, wenn es so geblieben wäre. Also wenn das so geblieben wäre, glaube ich, hätte ich es nicht schön gefunden. Und hier habe ich die Seite jetzt verschönert mit Glitzisteinchen. Ich habe noch so viele schöne Glitzisteinchen von meinen Schleifen und sind so Nägel, Steinchen. Da habe ich einfach geguckt, welche Größe passt am besten. Sieht man das jetzt? Jetzt habe ich zu viel Hintergrund. So, und da hat man ja diese wunderschönen Schneesterne. Hier seht ihr die nochmal ohne Steinchen. Auf dem zweiten Teil finde ich auch schön so. Aber irgendwie, also ich hätte natürlich so richtige Schneeflockensticker. Aber so finde ich es auch schon mal sehr, sehr schön. Ja, macht doch gleich was her. Man wird es wahrscheinlich im Haus nicht sehen, aber also die Seite. Aber, ne, weil wenn man das nachher hier noch drauf hat, sieht doch schön aus, oder? Stört euch nicht hier in meinem Bobbel. Ja. Der wird immer größer und roter irgendwie. Ja, den habe ich leider seit ein, zwei Jahren. Da hat sich bei mir eine Blase gebildet in der Ader. Ja, seitdem sieht das leider so aus. Es tut mir leid, wenn es jemanden von euch stört, aber ich kann da nichts dran machen. Er ist einfach da. Mein liebevoller kleiner Bobby. Ja, so. Und so sieht das jetzt aus. Und jetzt geht's gleich weiter und wir machen den Rest der Treppe. Wir machen weiter mit der Treppe. Ihr habt ja schon gesehen, ich habe hier den ersten Teil schon fertiggestellt. Und der gefällt mir immer noch richtig gut. Und jetzt müssen wir den zweiten Teil noch machen. Ich habe nebenbei, während der Akku geladen hat, schon mal die Stufen verziert. Denn das habt ihr ja schon ein paar Mal jetzt gesehen. Das muss ich nicht nochmal aufnehmen. Und jetzt wird als nächstes diese Teile miteinander verbunden. Und das soll man soll eigentlich nur die Nopsis hier mit Kleber bestreichen. Aber eigentlich, naja, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen von meinem Sekundenkleber. Ja, den benutze ich immer am liebsten hier, den Patex Ultra Gel Matic. Ne? Der ist super, der trocknet nicht so schnell, der lässt sich super dosieren. Den kann man auch so ein bisschen bobbeln und streichen und ich weiß nicht was alles. Deswegen, den finde ich echt klasse. So, und jetzt mache ich das hier drauf. So, auf die vier Zapfen. Und ich mache jetzt einfach mal hier so ein paar Punkte. Ne, kann ja nicht schaden. Das soll ja sowieso zusammenhalten. So. Wahrscheinlich Sachen denken sie auch, wenn es wäre dann zu viel für die Menschen. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das jetzt. Es muss jetzt so da drauf. Concentration. Ja,
dass die Sterne hier auch zu der Seite zeigen. Oh, jetzt weiß ich, warum da kein Kleber drauf sollte. Seht ihr das? Da ist eine Lücke zwischen. Egal. So, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht und nicht gebrochen. Es hat jetzt auch nicht geklackt. Ja. Überlegen bildet, ne? Das ist natürlich ein Hohlraum und da braucht man eigentlich theoretisch keinen Kleber. Aber wisst ihr was? Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich hole mir den jetzt einfach hier so ein bisschen wieder raus. Ja, okay. Ich glaube, das passt jetzt so. So, und als nächstes werden wieder die Treppendinger aufgeklebt. Und das habe ich ja auch schon gemacht. Und genau, die kommen dann hier. Jetzt ist jetzt Nummer D. Und das ist alles Nummer D. Da ist jetzt kein A oder B. Das war C. Nicht, dass ihr euch wundert, wo ist C. Wir haben A, B, C und D. Genau, und die kommen jetzt hier wieder drauf. Die werden auch wieder draufgeklebt. Und dann verziehe ich noch die Außenseite und dann kommt noch das zweite Geländer drauf. Ich hoffe, das zweite Geländer passt auch, weil das war ja auch ganz schön tricky, dieses Geländer einzufügen. Ich habe das ganz schön gefummelt, ne? Man muss auch ein bisschen aufpassen, weil wenn man jetzt so viel mit Sekundenkleber arbeitet, das kann auch echt schief gehen, ne? Deswegen passt da auf, dass ihr da nicht zu viel Kleber nimmt auch. Ich nehme dann immer hier so meine Sachen. Wundert euch nicht, ich habe hier schon wieder so ein Milchstich-Ding oder so. Dieses Jahr haben die mich echt geliebt. Ich hatte ja so ein Knie, das glaubt ihr gar nicht, als ich aus Fehmarn wiederkam. Mein ganzes Knie war irgendwie rot und dick, weil irgend so eine Mistmücke meinte, mich richtig pieksen zu müssen. Ja, irgendwie bin ich gerade mit Insekten auf Kriegsfuß. Ich habe schon so ein Radar für die Ameisen, ey, so. Da ist hier ein Katzenhaar drauf. Ich habe schon so ein Ameisenradar, wenn die sich irgendwie, weiß ich nicht, sehe die schon aus 3 Meter Entfernung. Ich höre die schmatzen, ich höre die kriechen, ich höre die trampeln, ich höre die über mich lachen. Die kleinen Mistbiester, ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend das mit denen ist. Ich wünschte manchmal, ich hätte so die Pimp-Technik und könnte denen befehlen, sich ein anderes Lager zu suchen. Ihr habt nichts zu suchen bei mir nach Haus. Aber ich sage, es ist langwierig, eine langwierige Geschichte. Huch, habe ich jetzt Kleber in die falsche Stufe gemacht? Bin ich jetzt dumm? Oh, ich war jetzt wirklich ein bisschen dumm. Ich habe gequatscht und ich habe nicht gesehen, dass ich den Kleber auf die andere Stufe... Egal, dann kleben wir erst hier hin, bevor der trocken ist. Ja. Wie gesagt, ein bisschen Dummheit gehört immer mit dazu beim Basteln. Schusseligkeit, sagen wir nicht Dummheit. Dummheit ist ein doofes Wort. Sagen wir mal, ein bisschen Schusseligkeit gehört immer mit dazu. Jedenfalls, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, dass die Ameisen mich auch noch beißen und stechen. Aber ich glaube, das haben sie auch schon getan. Heute Morgen war eine in meinem Hausschuh. Die sind wirklich überall. Die sind einfach überall. Es ist so widerlich. Man muss einfach so viel putzen. Und naja, das dauert mit den Ködern 6 Monate. Das ist wirklich eine langwierige Sache. Na, ich hoffe, dass die irgendwann sich verabschieden und irgendwie sich ein neues Platz suchen. Aber unsere Wohnung ist so schön warm. Das mögen die so gerne. Es ist auch richtig warm heute. Also wir haben ja jetzt heute aktuell den, lasst mich überlegen, den 14. Oktober, also schon Mitte Oktober. Wow, die Zeit rennt auch wahnsinnig. Es ist super warm draußen. Es ist super warm draußen. Ich habe dann 17 Grad. Na, jetzt hat sich das runtergekühlt auf 10 Grad. Okay, aber es war heute Mittag 17 Grad in der Sonne. Das war schon ordentlich. Ja. Guck mal, wie schön das aussieht. Ich lieb's. Ich lieb's. Sieht einfach wunderschön aus. Kann ich euch noch irgendwas erzählen? Vielleicht, wenn ich gerade mal hier beim Basteln bin, live, kann ich ja mal ein bisschen quatschen. Also tatsächlich freue ich mich, wie das Haus jetzt vorangeht. Sieht immer schöner aus und man sieht jetzt schon richtig was im Gegensatz zu damals, als man... Oh, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht in den Löchern da den Kleber an die Finger bekomme. Wenn man bedenkt, dass am Anfang man ja durch ein Zimmer noch gar nicht so wirklich sah. Und jetzt wächst das Haus einfach schon. Ich habe schon so viele Kartons hier noch liegen. Und wir sind tatsächlich schon eigentlich offiziell im Dachgeschoss. Ich glaube, die neuesten Hefte waren 86 oder sowas. Ich bin jetzt aktuell hier bei 50. Also, Halbzeit haben wir schon geschafft. Und ich will jetzt irgendwie versuchen, jede Woche mindestens 2 Kartons wegzuarbeiten, wenn ich es zeitlich schaffe. Und dann mal gucken. Ja. Dass das irgendwie mal weniger wird. Genau. Ja, I like it. Jetzt muss ich auch gucken, dass ich auf die richtige Seite klebe. Nicht, dass ich jetzt noch gleich die Löcher auf der anderen Seite habe. Ich hoffe, ich habe die jetzt... Ja, doch, habe ich. Das Geländer kommt hierher nicht. Wenn man quatscht, na, dann sollte man echt aufpassen, was man hier macht. So, letzte Treppenstufe.
Also wie gesagt, die Idee mit dem Verzieren, das hatte die Nappy, die hat so tolle Ideen. Also ich liebe ihre Videos, auch wenn die einfach rein japanisch sind. Aber man kann durch die Untertitel ja so ein bisschen verstehen und eigentlich ist ja auch bei Japanisch, ach, naja, was will man da auch groß verstehen, ja? Wenn ich jetzt auch schon, keine Ahnung, wenn ich jetzt Französisch reden würde, würdet ihr trotzdem verstehen, was ich hier mache, glaube ich. Ja, nice. Très bien. So. Ach, mein Französisch ist so schlecht. Ich wünschte, ich könnte irgendwie eleganter Französisch sprechen. Oh, ich muss noch mal ein bisschen üben, bevor wir jetzt wieder fahren. Ich liebe Französisch einfach. Ich mag ja sowas hier nicht, ne? Da kriege ich ja. Oh, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich mir nicht in die Finger säbel. Aber ich hasse das. Hier diese Nut vom Drucken. Ich meine, das ist eh die Innenseite. Das sieht keiner. Da kommt gleich was drüber. Sie wird an die Wand geklebt. Aber da kriege ich Plack, ne? Sowas mache ich nicht. So. Jetzt sind die Treppenstufen alle hoffentlich. Es dauert einen Moment, dass die noch anziehen. Jetzt kommt das Ding hier. Ich würde gerade sagen, welche Richtung, aber eigentlich ist es klar. Das hier muss da oben rein und dann kommen die hier unten reingesteckt. Probieren wir doch mal, ob das klappt. Weil ich habe das einmal schon mal vorgesteckt gehabt. Das macht es nämlich einfacher. Und da muss ich auch echt aufpassen, darf nicht so doll drücken, weil wenn man zu doll drückt, dann brechen die natürlich nachher. Und das will man ja auch nicht. Ich habe keine Lust, jetzt nachzubestellen. Dann müsste ich das ankleben, ganz ehrlich, wenn mir das jetzt bricht. Dann würde ich das. Ja, und das ist jetzt nochmal tricky. Das mache ich jetzt nochmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich glaube, da brauche ich erstmal ein bisschen Konzentration zu. Mache erstmal kurz Pause. Ein paar Stunden später. Bin ich vorangekommen. Ich musste erst ein bisschen auch den Akku aufladen. Ich finde, die sieht so schön jetzt aus. Ich habe tatsächlich mit diesem Teil hier noch ein bisschen zu kämpfen gehabt, dieses Endteil. Ihr seht hier auch, das will hier nicht so hundertprozentig aufliegen, obwohl ich es versucht habe zu kleben. Ja, ich glaube, ich hätte hier oben schon theoretisch einmal vorfeilen müssen. Hier habe ich auch so eine Lücke, aber egal, es klebt jetzt. Es ist ja auch die Rückwand. Also das wird nachher an die Wand geklebt. Das heißt, das sieht man nicht. Man hat hier den Abschluss. Es sieht super schön aus. Ich liebe das. Und dann mit diesem Glitzy. Ja, und ich habe ja jetzt hier schon als Deko Glitzersteinchen drauf gemacht. Und die kommen natürlich auch nochmal hier drauf. Habe ich hier meine Nailsticker. Na, ich habe hier verschiedene Größen. Und ich nehme hier die kleinste Größe. So, mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Dann meine Pinzette, die ja bei den Heften dabei war. Ich weiß gar nicht, wofür das hier ist. Werden wir gleich noch rausfinden, wofür das hier ist. Oder es ist einfach nur ein Überbleibsel. Keine Ahnung. So, mein Sekundenkleber tatsächlich. Keine Ahnung, why. Da kommt schon nicht mehr so viel raus. Wo ich ihn gerade frisch aufgemacht habe. Aber ich habe auch ganz schön viel Kleber verbraucht. So ist es jetzt nicht. Ich habe das ja auch nochmal mit Alleskleber geklebt. Also ich wechsle immer, ne, zwischen dem und dann benutze ich auch mal den hier von Uhu. Ist ja sowieso als Werbung deklariert, deswegen zeige ich euch das, ne? Also ich kann euch gerne auch mal so ein Video, so ein bisschen Einführung in meine Tools zum Basteln machen. Vielleicht habt ihr ja auch mal Bock. Er wird nicht scharf hier. Was ist los hier heute mit dieser Kamera? Die Flexitube. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, dass ich mal so ein die besten Bastelutensilien, die man haben sollte, Video mache. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Und ihr könnt mir ja mal euer liebstes Basteltool schreiben und mal sagen, ob ihr das cool finden würdet, wenn ich mal so ein. Huch, nein! Nein, es ist auf den Kopf gefallen. Verdammt! Entschuldigung. Wenn ich mal so ein Video mache mit meine Liebsten oder die besten Basteltools, die man als Bastler haben sollte. Das finde ich nämlich auch immer super spannend. Oh, sieht einfach so schön aus. Ich liebe das, ne? Ich könnte jetzt stundenlang. Oh, ihr seht gar nicht so viel. Ich könnte jetzt stundenlang hier mein Puppenhaus verschönern. Also ich freue mich schon so, die Zimmer zu dekorieren und vielleicht, ja, ich muss mir mal auch was überlegen. So viele Kleinteile, die auf dem Regal stehen, ob ich die später irgendwie dann doch festklebe oder mit irgendwas festklebe, was man später wieder lösen kann. Gibt ja auch so Patterfix, obwohl das wird auch hart nach einer Zeit und das ist dann auch nicht mehr so schön. Das müsste man noch mal irgendwie überlegen. Oder mit doppelseitigem Klebeband? Nee, ist auch blöd. Ja, ich muss mir irgendwas überlegen. Fixogum
Hexagon könnte ich mir noch vorstellen. Ja, jetzt mache ich hier die Steinchen drauf. Und dann sieht das einfach so schön aus. Ich freue mich. Und die nächste Treppe, das wird ja die Marie, also die Treppe sein zum Aristokratzimmer. Die werde ich dann in Marie rosa machen. Ich habe nämlich gesehen, dass es dieses Washi-Tape auch in rosa Glitzer gibt. Oh. Ich muss es haben. Das wird mein nächster Kauf werden im Kreativmarkt. Ich habe mir jetzt gerade Makramee-Band gekauft. Ich möchte unbedingt Makramee mal machen nebenbei. Also ich suche mal was ich so nebenbei beim Fernsehen machen kann oder mal im Bett oder der Couch oder so. Wie die Schleifen zum Beispiel oder häkeln, weil manchmal muss man was zur Entspannung nebenbei machen. Ich will diesen Winter unbedingt wieder mehr häkeln. Ich muss mir immer noch mein Baby-Yoda machen. Die anderen Baby-Yodas habe ich alle verschenkt oder verkauft. Ja, ich brauche noch ein Baby-Yoda für mich. Wieder. Ich habe keinen. So, das lasse ich jetzt trocknen. Und dann haben wir in dieser Ausgabe schon richtig, richtig viel Treppengedöns gemacht. Ja, ich muss mal gucken, ob es dabei bleibt. Und wir nur die Treppe machen. Oder ich jetzt euch noch Video mit, ich habe jetzt noch Heft, was hatten wir jetzt noch? 54 und 55 mache. Ich glaube, das ist die Winnie-Pooh-Schublade. Ich glaube, ich splitte das Video. Ich würde sagen, ich beende das Video an dieser Stelle und wir machen nur noch zusammen die Treppe, wenn das jetzt geklebt ist, einhängen und beenden das Heft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und hoffe, ihr seid mit dabei und ich freue mich. Also gerne den Kanal abonnieren, das Glöckchen nicht vergessen, dann bekommt ihr kein Video verpasst, dann kriegt ihr alles angezeigt und dann sehen wir uns bald wieder. Entweder zu diesen Videos oder zu einem anderen Kreativvideos. Ich habe noch Miniverse-Kugeln. Also wir haben noch einiges zu tun. Und wenn ihr Videowünsche habt, schreibt sie mir gerne. Ich habe natürlich auch andere DIY-Ideen. Zum Beispiel so ein Makramee-Kram könnte ich auch mit euch machen. Ja, also ich sage euch Tschüss und au revoir.